Endlich ist sie da, die Chihiros WRGB. Ich habe sie nun auch. Heute gibt es meinen Test. Bevor wir jetzt aber mit dem Unboxing anfangen, kleines Extra, ich habe auch den Commander, was ja auch eigentlich ein Muss bei dieser Lampe ist. Erstmal so, was erwarte ich mir denn davon oder was habe ich so gehört? Also einerseits ist es ja eine WRGB, also eine RGB-Beleuchtung mit weißen LEDs zusätzlich. RGB mit weißen LEDs macht eigentlich keinen Sinn. Aber wir haben einmal die schöne Farbwiedergabe einer RGB-Lampe vereint mit der schönen Helligkeit einer LED. Das heißt, wir haben eine RGB-Lampe, die ja eigentlich immer nicht so hell ist, weil Rot, Grün, Blau nicht so hell wie Weiß sind als Farben. Und dadurch, dass wir dann aber Weiß-LEDs haben, ist die Lampe einfach in ihrer Helligkeit nochmal gepusht. Ja, dann soll es einmal viel bessere Fortschritte gegeben haben bei der Verarbeitungsqualität von Chihiros. Und im Vergleich jetzt, ich hatte jetzt keine Lampen von denen, aber die A-Serie oder A-Plus-Serie soll jetzt nicht so pralle gewesen sein. Und die jetzt soll locker mit einer TwinStar E mithalten. Die TwinStar E hatte ich ja, kann ich auch vergleichen. Wir werden einmal uns die Farbwiedergabe angucken. Ich habe ja hier jetzt hinter mir als Vergleich noch eine TwinStar 300C, also eine LED-Lampe, die sind genau gleich hell, haben beide 1800 Lumen, nur mit dem Unterschied, dass die Chihiros eben eine WRGB-Lampe ist. Das ist der Karton von der Lampe jetzt. Sieht ja sehr schön aus, sehr bunt mit diesen schönen Farbverläufen. Hier steht einmal schön groß WRGB Series LED Light. Rechts oben steht dann Chihiros Aquatic Studio und hier der nur für Deutschland Aufkleber. An den Seiten recht unspektakulär weiß. Außen steht nochmal WRGB drauf, der Preis, ein Link zu der Internetseite und der Facebook-Seite von Chihiros. Auf der Rückseite das gleiche. Und wir können jetzt mal den Deckel einfach so hochnehmen, wie bei diesen Brettspielen. Da kommt uns die Lampe entgegen. Wir sehen hier einmal eine Bedienungsanleitung. Hinten steht nochmal drauf, stehen die einzelnen Daten zu den Lampen nochmal drauf. Ich habe ja hier die WRGB 30, also für 30 bis 45 cm Becken. 1800 Lumen, 25 Watt zieht sie und 102 LEDs. Dann ist hier die Lampe. Hier ist noch ein kleines Kärtchen bei. Die Lampe ist nochmal in einer Plastikfolie ummantelt. Kann man dann so hochnehmen. Und was als erstes auffällt, ist, dass die Lampe sehr breit ist. Also im Vergleich jetzt zu meiner TwinStar 300C würde ich fast sagen, dass sie doppelt so breit ist. Wir ziehen jetzt einfach hier mal die Plastikfolie ab. Hier ist eine Milchglasscheibe drüber, um die LEDs vor Wasser zu schützen. Die Lampe ist sehr schwer im Vergleich. Das ist hier so ein silbernes Aluminium. Aber es fühlt sich sehr wertig an, wie gesagt, auch sehr schwer. Dann hier weiter im Karton ist noch das Kabel, was hier direkt dran ist. Das können wir rausnehmen. Ein Adapterkabel und das Netzteil, das sagenumwogene Netzteil, jetzt von UE. Diese UE-Netzteile sind sehr hochwertig. Die werden zum Beispiel von Eheim oder Juwel auch verwendet. Vorher hatte Chihiros ja nicht so wertige Netzteile. Aber da wir in Deutschland jetzt gesagt haben, wir brauchen jetzt ein bisschen bessere Netzteile, hat das Ganze auch ein bisschen länger gedauert mit der WRGB. Aber jetzt, wo sie da ist, stürzen sich dann natürlich alle drauf. Also auch nochmal ein großer Pluspunkt. Hier ist noch das Netzkabel und hier das kleine Plastiksäckchen mit den Schrauben und den ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Drahtstäbe, Metallstäbe, die jetzt übrigens deutlich dicker sind. Die sind sogar noch dicker als die von meiner TwinStar. Und schöne Aluminium, ich nenne es jetzt einfach mal Füße, da hier, wo die Lampe dann hinterher auf dem Glas sitzt. Sonst ist in dem Karton hier nichts mehr. Es ist nur noch diese schwarze Pappe, schwarze Schaumstoff hier. Und wir kommen jetzt mal zum Commander. Der Commander ist hier in so einem kleinen Kästchen, ist ja auch nicht groß. Hier wieder Chihiros Aquatic Studio. Germany Only Aufkleber, Commander Control steht hier drauf. Wieder das gleiche wie auf der Lampe, www.chihiros, die Internetseite, Facebook-Seite. Und hier wieder Preis und Commander Control, also nichts Besonderes. Insgesamt weiß, aber auch eine schöne, dicke, wertige Pappe. Können wir auch wieder so auseinanderziehen. Und dann kommt uns hier dieser Controller entgegen. Der sieht so ein bisschen aus wie dieser Controller von dem Chihiros Doktor. Habe ich jetzt nicht so genau gesehen, aber
So in etwa. Den können wir dann hier rausnehmen. Hier ist auch wieder so eine schöne Schaumstoffplatte dabei. So ein paar Aufkleber. Und auch nochmal eine kleine Bedienungsanleitung. Ja, das ist dann der Commander 4, passt für die Lampe. Der ist nämlich für die 5 Kanäle, die man da steuern kann. Und nicht der Commander 1, der ist für die A- und A-Plus-Serien. Also die kann man dann nur dimmen. Das ist ganz wichtig, dass ihr den kauft. Hier sind dann die beiden Kabel. Hier kann man sich gut merken, der eine, der Edelstahl ummantelt ist. Hier hat die mit den kleinen 5 Kabeln. Der ist für die Lampe, da kommt die Lampe dran. Kann man sich merken, wegen den mehrfachen Farben. Und hier das, was aus Plastik besteht. Hier dieses Gewinde mit dem einem Kabel drin. Das ist für das Netzteil. Hier jetzt nochmal die einzelnen kleinen Stücke, die man dann zusammenbauen muss, um die Lampe auf das Aquarium zu setzen. Hier, ihr hört es auch, fühlt sich sehr wertig an, diese, ich nenne es jetzt wieder mal Füße. Hier diese sehr schönen dicken Metallstäbe, diese eckigen, die dann an die Lampe kommen. Dann haben wir hier noch dieses kleine Säckchen mit dem Imbusschlüssel und den kleinen Madenschrauben. Und hier sehen wir es schon, wie ich es gesagt hatte, es ist ein ganz schöner Klopper. Ich habe nochmal nachgedacht, das Gehäuse erinnert mich jetzt ein bisschen an eine Daytime-Matrix, also so eine kleine Daytime-Matrix. Aber die Halter davon, das sieht man ja hier auch, die füllen quasi das ganze Aquarium aus. Das kann man jetzt schön oder nicht finden, ich finde es echt schön, aber das muss man natürlich wissen, es ist ein richtiger Klopper über dem Aquarium. Für den Bluetooth-Controller braucht man natürlich auch die App. Die gibt es für iOS und Android. Shiros heißt das natürlich nicht. Shiros gebt ihr dann einfach ein, bei mir jetzt App Store. Dann findet ihr das schon. Die ist auf Japanisch, keine Sorge, ihr braucht kein Japanisch, um diese App bedienen zu können. Ihr installiert die einfach. Wenn ihr die installiert habt, wird die euch auch als Shihiros Magic angezeigt. Und dann seid ihr schon in der App drin. Ihr wählt natürlich Controller 4, also Commander 4 aus. Haben wir ja auch logischerweise. Dann wird euch der angezeigt, den ihr habt. Da klickt ihr dann einfach drauf. Dann braucht das eine kurze Zeit, um sich zu verbinden. Und dann seid ihr schon drin. Wenn ihr dann euch mit eurem Commander verbunden habt, wird die App so aussehen, das ist jetzt der Autobereich. Hier könnt ihr Tagesverläufe programmieren. Das ist recht kompliziert. Ehrlich gesagt ist es für mich auch überhaupt nicht wichtig. Ganz kurz, Farben kann man dann mit der Uhrzeit hier, wie, wann, wo, was, wie viel angehen soll. Ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht so sehr und da habe ich jetzt keine Lust, mich da reinzufuchsen, weil ich da nicht so viel Sinn drin sehe. Wichtiger ist dann eher der Manual-Bereich hier oben. Hier habt ihr einmal 9 Presets, einmal für rote, grüne, blaue Pflanzen, für Fische wahrscheinlich, für Garnelen, einmal einen Full-Light-Kanal, also alles auf 100% und dann könnt ihr euch hier noch eigene Presets anlegen. Hier unten sieht man dann einfach die Farbintensität. Kann man einzelne Farben in Prozentzahlen einfach steigern, senken in ihrer Intensität. Man kann das sehr genau auf sein Becken eben anpassen. Das ist eben das Schöne an dieser Lampe bzw. an diesem Controller. Wir gucken uns jetzt einmal die Lampe über dem Aquarium an und dann vergleiche ich sie auch noch mit meiner TwinStar LED. Das Licht ist jetzt aus, alle Kameraeinstellungen sind fix, das heißt, das, was ihr seht, ist auch wirklich das, was ihr dann über eurem Aquarium mit der Lampe seht. Ich fange jetzt einfach mal an mit den Farben, wenn wir jetzt, das ist eigentlich klar, aber ich mache es trotzdem mal. Jetzt fahre ich rot langsam hoch, mal auf 100%, sieht das natürlich logischerweise recht rot aus. Jetzt nehmen wir nochmal grün dazu, jetzt sieht das gelblich aus, blau. Jetzt sieht das schon recht normal aus. Eben, jetzt haben wir eine RGB. So, und jetzt eben noch das Besondere, das Weiße. Und ihr seht, es ist ein gutes Stück heller. So, Weiß war jetzt nicht auf 100%. Jetzt ist Weiß auf 100%. Also das ist der Full-Light-Kanal. Jetzt gehen wir mal alle Presets durch, würde ich sagen. Wir fangen an mit dem für rote Pflanzen. Dann ist logischerweise der Rotanteil auf 100%, hier grün auf 20, blau auf 88 und weiß auf 90. Sieht recht rot aus. Meine weiße Rückwand ist, sieht auch schon pink aus. Es ist leicht übertrieben, würde ich jetzt mal sagen. Es geht noch, vielleicht
in einem Becken mit ganz vielen roten Pflanzen oder nur roten Pflanzen. Für das Becken würde ich jetzt sagen, ist es übertrieben. Es sieht einfach pink aus. Dann kommen wir zu dem für grüne Pflanzen. Sieht eigentlich genau das Gleiche. Sieht sehr grün aus. Die weiße Rückwand sieht grün aus. Rotanteil auf 10%, grün auf 100, blau auf 10 und weiß auf 100 auch. Also haben wir dann quasi so in etwa eine Aqua Sky G vielleicht, also eine LED mit einer guten Grünwiedergabe, nicht ganz so stark, aber wir haben quasi weiß und grün jetzt nur da. Dann jetzt der für blaue Pflanzen. Eigentlich kommt das hier nur bei Busse Philandras vor. Ich habe hier keine Busse Philandras, deswegen ist hier eigentlich keine Verwendung. Ich mache es trotzdem mal. So sieht dann blau aus. Und blau sieht noch am erträglichsten aus. Also es sieht sogar sehr gut aus. Das ist eigentlich, sieht es aus jetzt so, wenn man jetzt nicht auf die Einstellung guckt, einfach wie ein bisschen dunkler. Also Full Light, nur in ein bisschen dunkler. Rot ist auf 50%, grün ist auf 64%, blau auf 100% und weiß auf 32%. Also es ist nicht so aufdringlich. Man muss immer gucken, es wirkt natürlich weiß, gleicht das Ganze dann ein bisschen aus, dass es eben angenehm aussieht, wenn man jetzt... Man muss immer weiß in einem guten Verhältnis zu den anderen Farben haben. Ich zeige euch das jetzt mal. Sagen wir, wenn ich jetzt aber weiß wegnehme, sieht es jetzt schon deutlich blau aus. Wenn ich jetzt nochmal die beiden Farben ein bisschen hochfahre, wenn die gemischt werden, sieht es immer noch gut aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Farben habe, mischen, das sieht katastrophal aus. Pink, ich mache jetzt nichts, sondern nehme einfach nur weiß rein und dann sieht es wieder gut aus. Das verdünnt, man kann quasi sagen, es verdünnt das Licht. Und... Ja, jetzt hier noch habe ich jetzt natürlich keine Fische drin. 28 Liter Becken ist logisch. Machen wir jetzt aber trotzdem mal. Für Fische, da sind einfach alle Farben, also RGB, auf 100% und weiß ist einfach weg. Dann habt ihr quasi eine Twinstar E. Könnte sogar von der Helligkeit passen. Weiß ich jetzt nicht genau. Und die Einstellung für Garnelen, die weicht minimal ab, wird ein bisschen... nicht so rotintensiv. Rot ist dann auf 80% und grün und blau auf 100 weiterhin. Also jetzt nochmal der Vergleich. Man sieht es schon, es ist ein, die Fische, also der, das Fisch-Preset ist ein bisschen rotlastig. Also jetzt Fisch, Garnele. Kann man jetzt gut sehen, glaube ich. Full Light ist logisch, das ist jetzt Full Light. Es ist nochmal ein gutes Stück heller. Presets habe ich jetzt natürlich nicht, aber hier sind sogar welche drin, sehe ich gerade. Aber man kann ja auch, wir können jetzt mal einen interessanten Vergleich machen. Das ist jetzt nur weiß. Das ist 100% weiß, RGB ist weg. Und jetzt machen wir mal von einer LED quasi auf eine RGB. Ihr seht es, es ist ein großer Unterschied. Die Farben sehen einfach logischerweise viel besser aus. Es wird auch natürlich ein bisschen heller, aber vor allem wirklich fallen die Farben auf. Ich gucke jetzt mal, dass ich meine Twins da drauf setze und dann können wir das mal vergleichen. Das sind jetzt die gleichen Kameraeinstellungen wie eben. Die Twins da ist jetzt drauf. Und so sieht es mit der Twins da aus. Jetzt natürlich mit etwas Zeit hintereinander. Ich habe die Zeit hintereinander, ihr nicht. Ihr kriegt das direkt bam hintereinander geschnitten. Aber es ist schon... Ein Unterschied, das sehe ich auch jetzt. LEDs, weiße LEDs sind natürlich eher grünlastig, das heißt, das Grün sieht trotzdem ganz gut aus, aber vor allem bei der Hygrophila. Und was mir auch richtig auffällt, ist die Kryptokoryne hier, die Venti Brown, die sieht einfach, die sieht jetzt aus wie richtig blass und gelblich sieht die aus. Und unter der Shihiros sieht die richtig rot, orange, rot aus. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, jetzt das kleine Schlussfazit nach meinem kleinen Test. Vielleicht gibt es auch noch mal einen Langzeittest, weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich jetzt natürlich auch nicht machen, sonst müsste das Video jetzt noch mal ein paar Wochen oder Monate warten. Ja, hält sie, was ich versprochen habe? Ich fange mal an, so wie ich das gesagt hatte, was ich erwarte. Ich habe gesagt, ich erwarte eine deutlich bessere Verarbeitungsqualität. Ist gegeben, es ist wirklich, man merkt keinen Unterschied zu meiner Twinstar. Ich würde sogar eher sagen, dass die Shihiros viel wertiger wirkt als meine Twinstar. Winster jetzt. Gut, die kostet auch, die Shihiros müsste 20, 30 Euro mehr kosten, aber die Marke Shihiros, Japan, China, Schrott so ein bisschen, ist auf jeden Fall absolut kein Grund, es ist kein Grund gegeben, sowas zu sagen. Die Lampe wiegt das Dreifache von der Twinstar, was natürlich kein Nachteil ist. Ich meine, das ist jetzt nichts, was man rumschleppt, wo man auf Gewicht achten muss. Ist jetzt nicht so schwer, dass das Aquarium drunter zerbricht, aber es ist eben schön schwer, wertig. Und sie ist sehr breit, es sind viele LEDs verbaut,
Die Stahlträger da, diese kleinen Winkelstücke, die sind sehr schön dick, sehr stabil. Die Füße, nenne ich es jetzt wieder, sind auch sehr schön stabil aus Aluminium, groß, stabil, auch schwer. Und ja, insgesamt auch die Farbwiedergabe gefällt mir sehr gut, das Licht gefällt mir sehr gut. Der Commander gefällt mir auch sehr gut mit der App, das finde ich auch sehr gut. Jetzt habe ich 50 Milliarden mal gut gesagt, aber es ist auch schwer, nicht gut zu sagen bei dieser Lampe, weil hier wirklich eine sehr perfekte Lampe rausgebracht wurde von Shihiros. Und meine Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall. Es macht total Sinn, sich diese Lampe zu holen, auch wie ich jetzt, statt einer LED, also um auf eine LED umzurüsten. Es gab noch die Möglichkeit, mir eine Unique FS zu holen. Das wäre ähnlich gewesen, die wäre noch etwas heller gewesen. Aber da fehlte mir die Möglichkeit, die steuern zu können. Da die Unique FS hat ja, soweit ich weiß, keinen Commander oder keine App, womit man die steuern kann. Was die Shiros natürlich hat, muss man dazu kaufen, aber ist besser als nichts. Und man kann sie so sehr schön steuern, sehr auf sich anpassen. Diese Presets sind eine nette Sache. Ob sie jetzt so Sinn machen, sei mal dahingestellt. Aber man kann wirklich sehr viel machen, diese Tagesverläufe. Es ist wirklich eine sehr, sehr umfangreiche App, auch eine sehr umfangreiche Lampe. Insgesamt, was mich nur ein bisschen gestört hat, war, manche Kabelenden waren aus Plastik, also jetzt nicht so hochwertig, und manche waren dann wieder aus Metall. Und das war ein bisschen komisch, auch bei manchen, es gab immer an jedem Kabelende gab es ein Gewinde, aber es gab nicht zu jedem Kabelende eine Überwurfmutter, was auch ein bisschen, ist jetzt nicht schlimm so, aber warum macht man dann ein Gewinde dran? Muss man nicht verstehen. Was mich noch ein bisschen gestört hat, war, dass die Kabel sehr, sehr lang waren. Ich habe jetzt einen nicht so ganz hohen Schrank, aber wie hoch muss der Schrank sein? Ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, ja, aber wenn das Kabel nicht so lang ist, dann hinterher hat sich die jemand gekauft und passt gar nicht auf sein Aquarium, weil das Kabel zu kurz ist. Das kann aber nicht sein. Das ist irgendwie 3, 4 Meter lang jetzt geschätzt. Mit diesen ganzen Verbindungsstücken mit dem Commander jetzt. Das hätte man ein bisschen kürzer machen können. Das ist ein bisschen unübersichtlich, die Kabelführung. Aber gut, kann man verstecken. Auf jeden Fall ist es eine gute Lampe, die man sich auch auf jeden Fall holen sollte. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ciao.